Heute hat sich eine European League-Siegerin, mehrfache deutsche Meisterin, Pokalsiegerin und Supercup-Siegerin für uns Zeit genommen. Xenia Smits von der SG BBM Bietigheim. Xenia, danke, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast. Und hi, wie geht's dir? Hallo, ja, sehr gerne. Also mir geht's gut. Bin ein bisschen aufgeregt, aber ja, ich freue mich jetzt hier im Gespräch zu sein, ja. Aufgeregt wahrscheinlich auch wegen der kommenden Saison. Am 2. September geht's los mit dem Supercup für euch. Mit Bietigheim, ihr spielt gegen die HSG Bensheim Auerbach. Was ist denn da drin für euch? Ja, also wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass Bensheim eine Mannschaft ist, die schon echt länger zusammenspielt und auch sehr befreit immer aufspielt. Das ist natürlich immer schwer. Ja, wir müssen unsere Leistungen auf jeden Fall bringen. Sind natürlich auch gespannt, wie das erste offizielle Spiel mit neuen Spielerinnen und einem neuen Trainer wird. Aber ja, da geben wir auf jeden Fall unser Bestes und hoffen, dass da ein Supercup-Sieg wieder für uns drin ist. Du hast ja schon den neuen Trainer auch angesprochen. Der ist ja für dich auch ein bekanntes Gesicht. Wie hat sich denn jetzt so die Mannschaft auch geformt, so neu in der Vorbereitung? Seid ihr da gut zusammengewachsen? Ja, ich würde schon sagen, dass wir gut zusammengewachsen sind. Also es sind natürlich auch einige zusammengeblieben. Wir hatten jetzt 5 Neuzugänge, genau, plus neue Trainer. Da haben wir aber auch sehr schnell angefangen, wirklich taktisch uns vorzubereiten auf Handballspiele und auf ja, aufs Training haben wir auch sehr viel hingearbeitet, was taktische Sachen angeht. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns da gut zusammengefunden haben schon mal. Jakob Westergaard ist ja der neue Trainer, um den Namen auch nochmal zu sagen. Was ist denn euer Ziel jetzt für die kommende Saison? Ja, ist immer sehr schwer, das auszusprechen, denke ich. Vor allem, wenn die letzten Jahre im Verein so erfolgreich waren. Aber ich glaube, das sieht jeder im Verein gleich. Und da müssen wir schon sagen, dass das Ziel wieder die deutsche Meisterschaft ist. Natürlich auch den Pokalsieg, den wir in den letzten Jahren mehrmals eingefahren haben. Und den Supercup steht ja jetzt als erstes an. Dann wollen wir auch einen Schritt nach vorne machen, vor allem in der Champions League. Da sind wir leider letztes Jahr unglücklich rausgeflogen. Da wollen wir nochmal ein bisschen mehr dieses Jahr, ja. Ich habe auch so mal hier und da gelesen, Champions League, das ist auf jeden Fall auch ein Traum von dir. Ich habe ja am Anfang schon einige Titel aufgezählt, die du schon mal so gesammelt hast. Welcher Titel fehlt denn da bei dir noch, von dem du ganz stark träumst? Ja, also natürlich Champions League ist was ganz Großes. Ich war einmal im Final Four und da will ich auch unbedingt wieder hin und am liebsten dann auch mit einer goldenen Medaille nach Hause kommen, auch wenn es ein sehr großes Ziel ist. Dann auch noch ja, mit der Nationalmannschaft natürlich, da fehlt noch einiges. Ja, da wären wir einfach gerne mal aufs Treppchen mit dabei und natürlich jetzt auch 2024 bei Olympia. Aber das, ja. Werden wir sehen, ob das klappt. Wir geben alles und wir setzen alles daran, dass wir dabei sein können. Du wurdest ja auch schon mal als MVP bei einem Final Four Turnier ausgezeichnet, bei dem European League 2022. Was bedeutet dir das und wie fühlt sich das an, bei so einem Finalturnier dann auch noch als beste Spielerin ausgezeichnet zu werden? Ja, ja, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist mir immer sehr unangenehm. Also klar ist man irgendwo stolz, aber ich finde im Mannschaftssport so als einzelne Spielerin noch mehr hervorgehoben zu werden, das ist mir persönlich immer sehr unangenehm. Klar freut man sich irgendwie, aber es geht nichts über diesen Sieg mit der Mannschaft und den Turniersieg in dem Fall. Und da würde ich auch gerne auf den MVP-Titel dann verzichten, wenn wir aber die Medaille, die goldene, trotzdem mit nach Hause nehmen. Aber klar, es ist eine große Ehre, aber in dem Moment, ja, weiß ich auch nicht so genau, wohin mit mir immer. Das ist schon komisch, ja. Wo finden denn solche Ehrungen, solche Medaillen bei dir zu Hause Platz? Ganz unterschiedlich. Also in Frankreich war es tatsächlich so, dass jedes Jahr die Mannschaft des Jahres gewählt wurde. Und da gab es auch immer eine Trophäe. Die habe ich mittlerweile in meinem Gepäckstück. Also da habe ich so einen Koffer mit Andenken an die Zeit in Metz. Da sind die drin und die aktuellen hier jetzt aus Bietigheim stehen tatsächlich auf der Kommode und ja, sind doch täglich sehr, sehr präsent, ja. Ja, du hast Metz angesprochen, da warst du ja auch einige Jahre, hattest du auch eine sehr erfolgreiche Zeit in Frankreich. Wie war das denn für dich, im Ausland zu spielen? Ja, dadurch, dass ich mit 14 schon nach Deutschland gekommen bin, als junge belgische Spielerin, war das
schon einen zweiten großen Schritt, zu sagen, okay, jetzt versuche ich mal im Profibereich da noch den Schritt ins Ausland zu gehen und zu gucken, wie weit ich da komme. War auch eine riesen Herausforderung, aber ich habe mich extrem weiterentwickelt, was meine Persönlichkeit angeht und auch was meine Spielfähigkeit angeht. Das ist vor allem auch mal eine neue Kultur und das hat mich echt extrem nach vorne gebracht, ja. Du bist ja jetzt schon echt einige Jahre in Deutschland, spielst auch für die deutsche Nationalmannschaft. Viele wissen das vielleicht gar nicht, dass du gebürtige Belgierin bist. Ist Deutschland auch so ein Stück weit Heimat für dich geworden jetzt in den Jahren, wo du hier bist? Ja, ich werde öfter gefragt und da sage ich immer, also mein Blut ist irgendwie belgisch, aber wenn es ums Handballdenken geht, bin ich auf jeden Fall deutsch. Also ich wohne schon fast länger in Deutschland, als ich in Belgien gewohnt habe. Dementsprechend fühle ich mich da sehr, sehr, sehr deutsch. Das darf meine Oma nie hören, aber ich fühle mich sehr, sehr deutsch. Die würde sagen, Kind, das stimmt nicht, aber doch, ich bin eigentlich deutsch auch, ja. Das heißt, zu Hause mit der Familie wird auch Belgisch gesprochen. Ja, mit Oma und Eltern auf jeden Fall. Und wenn wir eine Familie zusammen sind, wird da auch Niederländisch gesprochen. Genau. Wenn meine kleine Schwester ist aber in Neckarsulm, die spricht mittlerweile auch sehr, sehr gut das Deutsch. Und ja, wenn wir da eine Gruppe zusammen sind mit Freunden, dann sprechen wir auch Deutsch miteinander. Das macht uns nichts mehr aus, da dann eine Fremdsprache zu nutzen innerhalb der Familie. Ja. Die eine Schwester, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, die spielt ja auch Handball. Du hast auch mehrere Schwestern, die Handball spielen, richtig? Seid ihr da so eine richtige Handballfamilie oder wie kam das, dass diese Sportart bei euch so, ja, sich etabliert hat? Ja, nee, tatsächlich kommen meine Eltern nicht aus dem Handball. Das waren beide oder haben beide sehr lange Volleyball gespielt, haben auch versucht, uns da in die Richtung ein bisschen zu kriegen, dass wir da zum Volleyballtraining gehen. Hat uns aber nicht so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen, Handball zu spielen und sind die zwei Jüngeren auf jeden Fall mal hinterhergezogen. Waren dann auch beide in Deutschland lange Zeit. Die Nummer 3 ist jetzt mittlerweile wieder in Belgien, hat auch aufgehört, verletzungsbedingt. Und meine ältere Schwester hat immer mal so zum Spaß ja, mitgespielt und mittrainiert, aber war nie im Profibereich tätig. Die ist beim Reiten geblieben. Also die zwei Jüngeren sind mit ins Handballgeschäft eingestiegen, aber die Älteren nicht, nein. Wie ist das so? Tauscht man sich da auch aus? Und deine eine Schwester, die spielt ja auch bei Neckarsulm, auch in der ersten Liga. Wie ist das, wenn man da gegeneinander spielt? Ganz schlimm. Wirklich ganz schlimm. Als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, war tatsächlich das erste Spiel sofort gegen Munia. Da hat sie noch in Bad Wildungen gespielt und das war wirklich für uns beide Horror. Ja, es ist leider auch jetzt so gekommen, dass sie sich zweimal gegen uns verletzt hat und dann bricht schon mein Herz und dann vergisst man schon mal alles, was so um sich rum passiert und kümmert man sich erstmal dann doch um die Schwester. Aber gegeneinander zu spielen fällt mir echt nicht leicht. Auch wenn man immer sagt, im Spiel macht einem das nichts aus, gegen Freunde oder Familie zu spielen. Fällt mir schon sehr schwer. Aber ja, auf der anderen Seite, wenn dann beide ein gutes Spiel machen, dann ist es natürlich auch schön. Solange wir oder ich gewinne, ist es für mich okay. Aber nach dem Spiel ist dann trotzdem Shake Hands und alles vergessen auf dem Spielfeld, wenn man sich hier und da mal ein bisschen paar Nicklichkeiten zusteckt, oder? Ja, vor allem, das ist ja dann auch, man vernascht sich da mal gegenseitig, denkt man sich, eigentlich wusste ich es, aber trotzdem, ja, denkt man irgendwo ganz weit so, ja, gut gemacht oder, oh, das hätte ich wissen können. Und nach dem Spiel ist es dann auf jeden Fall mit einem fetten Drücker wieder vergessen und dann ist wieder Familienzeit so ein bisschen, ja. Aber wird es dann hier und da so bei der anstehenden Familienfeier doch noch mal so ein bisschen unterm Tisch mitgegeben, so, boah, da habe ich dich aber kalt gemacht. Selten, tatsächlich, ganz selten. Wir sind jetzt auch nicht so, dass wir nach Hause kommen und nur Handball sprechen. Da sind wir dann wirklich unter uns und dann ist erstmal Familie sehr, sehr wichtig. Dadurch, dass wir uns ja nicht so oft sehen oder in der Vergangenheit nicht so oft gesehen haben. Jetzt sieht es ganz anders aus. Wenn man nur 40 Minuten fahren muss, dann ja, nutzt man es dann doch, die Schwester mal ab und an zu besuchen. Aber vorher haben wir eigentlich sehr wenig Handball gesprochen, sondern wirklich das, was uns wichtig war, war die Zeit dann zusammen und was so sonst drumherum noch passiert außerhalb vom Handball. Ja. Ja, das ist ja auch absolut wichtig, dass man auch irgendwie mal abschalten kann. Wie sieht das bei dir aus neben dem Handball? Du trainierst ja auch sogar noch in Bietigheim eine Jugendmannschaft, oder? Ja, genau.
Ja, wie sieht es bei mir aus? Also ich habe tatsächlich eine kleine D-Jugend. Also ich wechsle zwischen der D1 und D2 im weiblichen Bereich immer hin und her. Ja, da versuche ich mich so einzubringen, wie es einfach möglich ist. Klar, Spieltage sieht es oft ganz schlecht aus. Da sind wir selber viel unterwegs mit der Mannschaft. Aber Trainingseinheiten versuche ich schon öfter mal dabei zu sein. Ja, und jetzt auch im restlichen Jugendbereich, wenn da mal Not am Mann ist, kann ich da auch einspringen. Ja, ansonsten bin ich auch weiterhin viel aktiv unterwegs. Wir fahren viel Fahrrad und ja, Familie, Freunde, so ja, in die Richtung dann eher. Ja. Kannst du dir das auch nach deiner aktiven Spielerinnenkarriere vorstellen, vielleicht irgendwie so einen Trainerjob dann anzutreten? Ja, also ich glaube, es wird mir Spaß machen. Oder ich weiß, es wird mir Spaß machen, aber meine Bedenken sind jetzt im Moment sofort, ja, was ist mit dem Wochenende? Wenn ich irgendwann mal aufhöre, glaube ich, möchte ich wirklich meine Freizeit so einteilen, dass ich selber bestimmen kann und nicht auf den Spielplan gucken muss, wann ich wo zu sein habe. Also in dem Bereich, sage ich jetzt mal, erst sofort nach der Karriere sehe ich mich in dem Job überhaupt nicht. Vielleicht irgendwann dann später, wenn man mal ein bisschen die Freiheit mehr genossen hat. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. So ein Wochenende dann mal komplett zu haben, ist ja auch irgendwie schön. Und du studierst auch neben deiner Handballkarriere, ist das richtig? Ja, das ist richtig und zwar schon sehr lange. Ich müsste da mal ein bisschen fleißiger werden. Ich nehme es mir immer fest vor. Ich bin an der Deutschen Sportakademie und studiere da Sportbetriebswirt. Und ja, da bin ich, seitdem ich nach Frankreich gezogen bin, schon dran. Ja, hat einfach irgendwie immer nicht gepasst und immer wenn ich dann fast fertig war, habe ich es mir dann doch anders überlegt und war nicht zufrieden mit meiner Projektarbeit und doch nicht bereit für die Prüfung. Also da muss ich wirklich noch den letzten Schritt gehen, um dann Abschluss zu haben. Und ja, ich sag mal, wenn ich mich wirklich anstrengen würde, hätte ich das sehr schnell fertig. Aber im Moment läuft das wirklich nur nebenbei. Ja. Das heißt, du machst das dann als Fernstudium oder wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist ja, glaube ich, auch eine Frage, die sich die Fans häufig stellen. Wie kann man halt so eine aktive Sportlerinnenkarriere mit dann gleichzeitig noch einer Ausbildung, Beruf oder ähnliches vereinbaren? Genau, also ich habe das immer im Fernstudium gemacht, habe dann die Sachen nach Hause geschickt bekommen, konnte dann auch echt viele Tests und Prüfungen online machen, hatte dann mal eine Präsenzphase, wo ich 5 Tage dort war. Ansonsten ja, ist eigentlich fast alles online. Die Abschlussprüfung wird natürlich vor Ort geschrieben, aber da gibt es auch viele, die eine Ausbildung machen. Weiß ich jetzt, da meine kleine Schwester die Ausbildung als Erzieherin macht und das ist schon sehr schwierig zu kombinieren. Einige können dann die Ausbildung strecken, andere ja, müssen irgendwie gucken, dass es mit Training und Spiel auch irgendwie funktioniert, was überhaupt nicht leicht ist. Und ja, zudem müssen sie halt auch auf dem Feld noch Leistung bringen. Also das ist schon nicht immer so einfach. Die meisten versuchen es im Fernstudium, aber einige müssen halt auch in der Ausbildung oder Studium an der Uni absolvieren. Das ist dann schon schwieriger. Ja. Kannst du denn da auch in der Mannschaft vielleicht hier und da mal so ein paar belgische Einflüsse einbringen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, da bin ich echt komplett deutsch. Also das ist ja, dafür bin ich schon zu lange in Deutschland und denke ich auch handballerisch zu deutsch. Ja, hier dann ab und an noch mal im Verein, weil wir ja schon einige Holländerinnen noch haben, aber ansonsten bin ich da deutsch unterwegs, ja. Hast du denn vielleicht für uns ein cooles belgisches Sprichwort, was du uns mal präsentieren magst? Vielleicht kann ich ja sogar erraten, was es dann auf Deutsch heißen würde. Ein Sprichwort. Ein Hart unter der Riem stecken. Oh, also das ist jetzt schwierig. Ich muss sagen, ich kann leider wirklich gar kein Nee. Belgisch. Ein Hart unter Het der hat, Riem oh, stecken. das könnte sich sowas so So anhören wie ein es hat, oder bisschen das ist natürlich jetzt jetzt sehr das verhängend. Herz unter den Riemsteke. Goethe stecken. So jetzt, ja, eigentlich so ein bisschen vergleichbar, glaube ich, mit das Herz in die Hand nehmen und jetzt geht's los. Also so. Ja. Für dich vielleicht auch so ein Motto vorspielen oder was ist so dein Mindset? Wie pushst du dich vor dem Spiel? Ganz unterschiedlich. Eigentlich brauche ich da nicht viel. Ich
freue mich schon sehr, immer zu spielen. Bin da auch immer noch relativ aufgeregt und aber auch ruhiger geworden gleichzeitig. Früher war ich nur aufgeregt und hatte keine Ruhe irgendwo. Das habe ich mittlerweile ganz gut unter Kontrolle. Aber ja, einfach wenn ich die Mädels in die Augen gucke und weiß, okay, es geht jetzt gleich wieder 60 Minuten los, wir müssen kämpfen, Vollgas geben und unbedingt 2 Punkte holen, das reicht eigentlich schon, damit ich dann bereit bin und damit es losgehen kann, ja. Du bist ja auch Kapitänin bei Bietigheim. Wie siehst du da deine Rolle, auch die Verantwortung, dann die gesamte Mannschaft mitzureißen in guten, aber natürlich auch in schlechten Phasen, gehört ja auch mal zu einer Saison dazu. Ja, genau. Also ich würde sagen, im Vergleich zu den ersten beiden Jahren in Bietigheim hat sich da nicht so viel verändert. Letztes Jahr war mein erstes Jahr als Kapitänin. Ja, ich versuche da einfach die Mannschaft mitzureißen, so wie ich es auch machen würde, wenn ich keine Kapitänin wäre, voranzugehen und ja, so gut wie es möglich, irgendwie nur möglich ist, zu sagen, dass das Vollgas immer das Wichtigste ist, dass wir nicht Halbgas geben können, auch in der Bundesliga nicht, sondern immer 100% von dem, was wir an dem Tag drinne haben, geben müssen und sollen und das Nachlassen einfach nicht drinne ist. Also das versuche ich immer wieder einzubringen. Das ist natürlich nicht immer leicht, aber ja, das ist schon das Ziel, dass wir da immer Vollgas geben. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Spirit. Danke, Xenia, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne.